Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge stelle ich dir das Vibe-Mindset von Voltaire vor. Let's go. Voltaire, ein französischer Philosoph und Schriftsteller, ein Gelehrter der Aufklärungsepoche und meiner Ansicht nach extrem keck und natürlich auch sehr verklatscht. Dieser Typ hat, wie du dir denken kannst, sehr viel gedacht und auch sehr viel geschrieben. Was ich bei ihm genial finde, ist natürlich sein Sarkasmus und seine Fähigkeit, ironisch zu sein und dabei dennoch sachlich präzise und ja, sich immer verständlich auszudrücken. Also er ist klar, unkompliziert und extrem keck. Und diese Keckheit äußert sich eben in einigen Zitaten, die seine Vibes besser ausdrücken als sämtliche Biografien und Zusammenfassungen seines Lebens über ihn je könnten. Deswegen im Folgenden also ein paar seiner kecken Zitate. So viel ist sicher, Reisen tut immer gut. Jeder versucht halt auf seine Weise in der Welt vorwärts zu kommen. Gewohnheit, Sitte und Brauch sind stärker als die Wahrheit. Es ist gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. Alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen nachher. Wechsle deine Vergnügungen, aber nie deine Freunde. Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, finde heraus, wen du nicht kritisieren darfst. Das finde ich ja besonders genial. Ein langer Streit beweist, dass beide Seiten Unrecht haben. In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich. Alles wendet sich zum Besten in der besten aller möglichen Welten. Es ist schwer, Narren von den Ketten zu befreien, die sie verehren. Die unendlich Kleinen haben einen unendlich großen Stolz. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Liebe die Wahrheit, doch verzeihe den Irrtum. Das ist alles sehr kick. Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Denke für dich selbst und lass andere das Privileg genießen, dies auch zu tun. Und zum Schluss, dieses Zitat, denke ich, drückt am meisten seine Vibes aus. Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Dieses Zitat kann man tatsächlich so interpretieren, dass allein der Beschluss, glücklich zu sein, schon Power Energy ist, weil es eben kein Hoffen ist auf andere Umstände, glücklichere oder bessere, sondern einfach eine Entscheidung, die von innen getroffen wird und die deswegen eben unabhängig ist von der Außenwelt. Also Voltaire, so gesehen, auch mindsetmäßig sehr fortgeschritten, weil der Fokus auf die innere Realität zählt, auf das, was man eben proaktiv möchte für sein Leben und nicht reaktiv erlebt, eben weil man ständig auf irgendwas im Außen reagieren muss. Ja, weil das ist einfach anstrengend, es zehrt dir deine Energie, deine Nerven gehen kaputt und dann hast du keine Energie mehr, um irgendetwas Kreatives zu machen, deine Arbeit gewissenhaft auszuüben, deine Beziehungen zu pflegen, deinen Hobbys nachzugehen, Projekte zu machen und so weiter und so fort. Ja, also das wird einfach komplett zerstört, wenn du die ganze Zeit mit deiner Energie und mit deinem Mindset in der Außenwelt rumdümpelst und da hoffst, dass irgendwas besser wird und du dich dann auch besser fühlst. Ja, das muss immer von innen heraus entstehen, weil von außen wirst du sonst für immer abhängig sein und außerdem wirst du dort nicht so viel, ich sag mal, ausrichten können als in deiner Innenwelt, ja, weil das Außen kannst du nie kontrollieren und Voltaire in dem Sinne, also mindsetmäßig und auch von der Energy her, sehr weit vorne, obgleich sein Look bisschen auch creepy ist, aber irgendwie hat er diese Vibes, ja, also Voltaire-Vibes, sehr fresh, ein Vordenker seiner Zeit, sehr, sehr keck und ja, letztlich Power Energy, dass er einfach beschließt, dass er glücklich ist, auch in Zeiten, wo Unruhen herrschen und wenn wir ehrlich sind, solange es Menschen gibt oder seit es Menschen gibt, herrschen ständig irgendwelche Unruhen, weil jede scheinbare Sicherheit eben nur eine scheinbare ist und ja, eine Illusion, weil man oft sich gar nicht der Gefahren bewusst ist, die eigentlich schon die ganze Zeit
drohen, ja. Also Stichwort Cyberkrieg, du kriegst es ja heutzutage nicht mehr so mit, was da geschieht, weil vieles einfach im Unsichtbaren stattfindet. Es sind einfach andere Zeiten, wo viele unsichtbare Gefahren herrschen oder unsichtbare Attacken stattfinden. Und deswegen ist der Fokus auf die eigene Glückseligkeit, die eben nicht reaktiv entsteht, sondern immer proaktiv aus dem Inneren heraus, meiner Ansicht nach und natürlich der Ansicht nach von Voltaire, die beste Art und Weise, dieses Leben zu leben. Es ist natürlich jetzt alles sehr keck, das muss ich zugeben. Aber die Keckheit, und das müssen wir alle zugeben, sie lässt sich nicht mehr aufhalten. In diesem Sinne, entscheide dich, glücklich zu sein, unabhängig von allem anderen. Gib it eine Wille.